Liebe Mitbürger und Mitbürgerinnen, Bad Segeberg ist eine wunderschöne Stadt und hat viel Charakter. Hier wird sich einiges weiterentwickeln, denn davon bin ich überzeugt. Warum kandidiere ich für die CDU in der Stadt Bad Segeberg? Warum nicht? Mein Name ist Dorina Klaus. Ich kandidiere für die Stadtvertretung in Bad Segeberg, weil ich gemeinsam mit Ihnen frischen Wind in alte und neue Ideen bringen möchte. Mein Name ist Ina Roth. Ich kandidiere für die CDU als Stadtvertreterin, weil ich mit anpacken will, die guten Dinge für Bad Segeberg umzusetzen. Ich kandidiere für die Stadtvertretung, dass wir stärkste Fraktion wieder werden und der Ausbau des Feuerwehrhauses vorangeht. Ich bin Davina Gras. Ich kandidiere, weil ich genau hier zu Hause bin und für uns in Bad Segeberg das Beste erreichen möchte. Ich kandidiere am 6. Mai für die Stadtvertretung, weil ich mit meinem Fachwissen im Bereich Bauen, Infrastruktur und Wirtschaft Bad Segeberg voranbringen werde. Ich kandidiere für die CDU, weil ich weiter für Bad Segeberg anpacken möchte. Am meisten liegt mir dabei am Herzen unsere Schulwege für unsere Kinder. Monika Sackau, kandidiere für die CDU als Stadtvertreterin. Die Stadtentwicklung in Bad Segeberg möchte ich positiv begleiten, das Ehrenamt stärken, denn Politik lebt vom Mitmachen. Dafür setze ich mich. Ich bin Tristan Jacewski und ich kandidiere für die Stadtvertretung, weil ich gemeinsam mit Ihnen die Zukunft Bad Segebergs erfolgreich und aktiv gestalten möchte. Ich kandidiere, um unsere Stadt für uns alle weiterzuentwickeln und als Wohlfühlort zu erhalten. Hallo, mein Name ist Olaf Pöth. Ich bin 50 Jahre alt und seit 5 Jahren Stadtvertreter für die CDU in Bad Segeberg. Ich kandidiere auch in der kommenden Wahlperiode, weil ich gern Bad Segeberg als attraktiven Wirtschafts- und Wohnungsstandort erhalten und weiterentwickeln möchte und setze da auf Ihre Stimme. Ich kandidiere für die CDU, um Verantwortung für die Zukunft der Stadt zu übernehmen. Das ist Monika Sackau. Und das ist Lucien Roth. Und wir sind die Kandidaten für den Kreis Segeberg. Das klingt komisch, ist aber so.